Herzlich willkommen zu diesem Kalendertürchen. Ich bin Patrick von Robocoon TV und ich habe einen ganz besonderen Film mitgebracht, nämlich Ferris macht Blau. Das ist vielleicht nicht direkt mein Lieblingsfilm, aber es ist ein Streifen, der mir ganz, ganz viel bedeutet. Und ich kann locker sagen, ich habe keinen Film in meinem Leben häufiger gesehen als diesen. Der Streifen ist aus 1986, die goldenen 80er, in der Zeit, in der ich groß geworden bin. Und ja, hat einen mega, mega Riesenplatz in meinem Herzen. Von John Hughes ist der auch den großartigen Breakfast Club gemacht hat. Auch empfehlenswert. Ja, Ferris ist ja ein Senior an einer amerikanischen Highschool, aber er macht sich so langsam Gedanken über das Leben. Was kommt danach? So eine Art Teenager-Midlife-Crisis, kann man vielleicht sagen. Und er hat in diesem, seinem letzten Jahr schon des Öfteren mal Blau deswegen gemacht. Auch diesmal gaukelte er seinen Eltern eine Krankheit vor, um einfach frei zu haben an diesem wunderschönen Tag. Dann zu einem solchen Tag gehören natürlich auch noch die wichtigsten Menschen, nämlich sein bester Freund Cameron und den Ferrari von Camerons Vater, ein Ferrari GT California, glaube ich heißt der, ein seltenes Modell, und mit dem wollen sie dann auch noch die andere wichtige Person abholen, nämlich seine große Liebe Sloan. Und zu dritt düsen sie dann nach Chicago mit dem Ferrari, um einen super schönen Tag zu erleben, es zu genießen, nochmal jung zu sein oder genießen überhaupt jung zu sein und aber vielleicht auch ein bisschen über die Zukunft philosophieren. Das Ganze läuft allerdings nicht so locker ab, denn Ferris' Schwester, gespielt von Jennifer Grey aus Dirty Dancing, die fühlt sich ein bisschen vernachlässigt, ihren Bruder Ferris zu übervorteilt, und deshalb versucht sie ihm eins auszuwischen. Genauso wie der Schuldirektor, der hat nämlich keinen Bock, dass ihm dieser Ferris auf der Nase rumtanzt, und er will nun endlich zeigen, dass er das falsche Vorbild für die meisten Schüler an der Schule ist. Matthew Broderick spielt die Hauptrolle in diesem Film mit Alan Ruck, ist noch dabei, Mia, Sarah und wie eben schon erwähnt Jennifer Grey. Für mich ganz wichtig ist der Film, das ist einer der Filme, die in der deutschen Synchro sogar besser sind als im englischen Original. Im englischen Original, finde ich, kommt Ferris gar nicht so sympathisch rüber, und das Ganze verkommt dann so ein bisschen zu so einem Rich Kids Problem Ding, was man nicht so ernst nehmen kann. Die deutsche Synchro ist einfach mega gut, und Matthew Broderick wird gesprochen von Santiago Ziesmer. Der Name ist, ja, oder seine Stimme ist vielen bekannt als SpongeBob, und der hat das damals so gut gemacht. Und als Kind schon war mir nicht nur der Film wichtig, sondern auch die Synchro, die Stimme von Ferris. Das hat mir echt was gegeben und mich angesprochen. Und ich habe vor einigen Jahren, durfte ich mal mit Santiago Ziesmer arbeiten, habe mich ihm vorgestellt, und er fängt sofort an, mit der SpongeBob-Stimme zu reden. Und ich schaue ihn einfach nur an und meine so, nee, für mich sind Sie Ferris Bueller. Und in seinem Gesicht hat man dann auf einmal gemerkt, so, und das war echt ein schöner Moment, da merkte man so, hey, vor mir steht jemand, der weiß, was ich getan habe, was meine Arbeit ist, und das war echt schön, ja. Übrigens, die Schulszenen in Ferris macht Blau wurden an einer richtigen Highschool gedreht, und in dieser Highschool wurde nämlich auch der vorhin erwähnte Breakfast Club gedreht. Ferris macht Blau, wie gesagt, mein Film für den Dezember. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt natürlich in die Kommentare und alles Mögliche. Liked diese Adventskalender-Videos, und dann würde ich sagen, haut rein und frohe Weihnachten. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.